Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Hallo. Heute ist der Part 2 von dem Mädchen, der runtergefahren von der Bühne. Aber was dann passiert, ist unglaublich. Ja. Und deswegen schnacken wir nicht so viel rum. Vergiss gar kein Like, Abo, Glocke und vielleicht einen netten Kommentar, wenn es an ist. Und dann sagen wir, los geht's. Heute ohne Anhänger zur Arbeit und los geht's. Da muss ich mal zur Poststation ein bisschen Post abholen. Lalalalala. Boah, Mann, ey, ich finde diesen Job ist ein bisschen langweiliger. Vielleicht kann ich ja als Detektiv arbeiten. Weil ich muss doch den Fall des meinen Nachbarns auflösen. Okay, wir sind verheiratet. Aber ich muss den Fall auflösen, warum die so sass ist. Vielleicht werde ich mal Detektiv. Ja, schöner Job. Later. Ja, schön als Detektiv. Hallo, wer ist da? Deine Frau kann aufhören, in den Rollstuhl zu chillen. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Das ist ja wunderbar, oder? Ja, ganz schön. Aber wie geht sie denn? Ist sie gerade im Krankenhaus? Ja, das ist sie. Komm. Ja, ich komme. Wie geht es dir? Ja gut, geht's gut. Oh, das ist ja schön zu wissen. Ah, du hast sehr viel abgenommen und schöne Kleidung. Yep. Auch neue Haarstyle? Ja, mit Käppi und so. Ja, ich bin jetzt Geheimdetektiv. Ich arbeite als Detektiv jetzt. Oh, danke für die Umarmung. Ich arbeite jetzt als Detektiv, muss leider jetzt weiterarbeiten, weil ich auf einem Fall bin. Ja, ich muss auch was machen. Ich muss nämlich, was? Ich muss Geschirr spülen, ja. Okay. Dann schau. Kannst du mich nach Hause fahren? Ja. Okay, der Plan funktioniert sehr gut. Hilfe! Die Hupe! So, wir sind da. Okay. Ich muss dann das Geschirr spülen. Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Gleich. Jetzt aber sehr schnell. Und das auch ein bisschen sneaky. Wo haben wir mal... Aber ich muss mal... Bin ich dumm? Ein bisschen sneaky vorgehen. Deswegen... Ich habe zum Glück die Tür. Hopp, voila. Dann... So, dann gehe ich mal runter. Ich habe das gehört. Die geht da so runter. Da ist sie. Aufpassen. Oh. Okay, was macht sie? Oh, da ist hier jemand eine Tür aufgegangen. Die Wände sehen aber sehr sass aus. Dann versuche ich mal hier reinzukommen. Oh, voila. Voila. Da war sie ja. Voila. Heute soll ich mal das Buch nehmen. Das sieht ja ein bisschen sass aus. Oder? Was ist das Rote da? Was ist das Rot? Schnell, Opa. Sie hat mich gesehen.
Hallo? Schnell raus, schnell raus. Ach, das war wohl nur Einbildung. Schnell im Pool. So, da. So, dann nochmal versuchen. Das war eine zweite Chance. Mein Kino. Tschu. Tschu, tschu. Klingelt denn da, verdammt. Mungino Sarido. Ja. Das sieht ja aber ziemlich sass. Kingo Saringo. Wer war das? Hallo? Wer war das? Charingo Marido. Lango Marido. 3 hours later. Jetzt bin ich komplett aus. Schnell. Ich muss mich beeilen. Ich bin so müde. Ich war. Ah, da ist kommt sie. Ich muss mich beeilen. Hä, warte. Sass. Nein. Schatz. Warte. Boing. Guten Morgen, hier spricht den Detektiv des Brookhavens. Wann kommst du nach Hause? Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich parke gerade mein Auto rein. Komisch. Warum ist die Tür offen? Aufgegangen, wenn ich nicht mehr da drauf gedrückt habe. Ich fahre gerade in meine Garage rein mit meinem Auto. Ja, ich komme. Okay. Ah. Jetzt geht's. Oh, Astaghfirullah. Ich werde jetzt ein bisschen kochen. Oh, Wasser. Oh, Wasserdampf. Wir essen und dann ist es Bettzeit, okay? Ich will Hot Dogs. Gute Nacht, ich muss jetzt im Bett, weil ich morgen früh gehen muss. Ich habe schon gegessen. Tschüss. Ich habe hier auch ein kleines Versteck. Was ist es da? Da ist es ja. Mann, du Vollidiot, du hast mich geweckt. Piep, piep, piep. Oh, schönen guten Morgen. La, 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 la. Einmal, ich bin glücklich. Auf ein bisschen Diversion, ein bisschen Boden, ein bisschen Tracken, ein bisschen auf die Toilette gehen und dann ohne Hände waschen runterzugehen. Einen leckeren Apfel nehmen und dann abhauen. Baden gehen. Tschüss, mein Schatzi. Warte. Kann ich eine Umarmung bekommen? Der sitzt gerade doch in Kaka. Wo bist du? In meiner Garage. In meiner Garage bin ich. Okay. Da. Hallo, eine kleine Umarmung. Tschüss. Tschüss. Da! Wo fährt der Auto hin? Wow! Wow! Was gut? Wow! Wo fährt der Auto hin? Wow! Wow! Wow!
bin da. Herr Polizei, wir haben ein bisschen sassige Sachen herausgefunden. Sie ist da. Das schneiden wir raus. Nein, das wird zu einer Liste. Nö. Okay, weiter geht's. Chef. Oh, wieder ist doch gar keiner. Wie, okay, dann bin ich halt der Chef. Okay, wir haben neue sassige Sachen. Wir wissen, dass die Mädchen meine Nachbarn, meine Freundin, ist eine Hexe. Sie hat Abracadabra Simsalabim gesagt und deshalb funktioniert das war ziemlich sass. Wir müssen sie untersuchen. So, komm, schnell. Bist du eine Hexe? Nee, das bin ich nicht. Wir haben Beweisungen, ich hab dies. Ausspionieren. Also dieser Schrei war echt und diese rote Haare. Ja, das war ich. Aber wirklich jetzt, ich bin keine Hexe. Das ist nur ein Geheimraum. Ich habe gesehen, wie du da abgehabt und komische Sprüche gesagt hast. Schnuschkarren sehen. Ja, egal. Oh. Du hast irgendwelche komische Sprüche gesagt und die haben sogar funktioniert. Da kam Magie raus. Du bist eine Hexe. Du bist wieder ein Magier. Okay, oder was? Ich bin eine Hexe. Ja. Magierin. Jetzt kommt das schon wieder. So, auf jeden Fall. Wenn du irgendetwas kaputt machst oder jemand zu Schaden kommt. Hab ich das gemacht? Nein. Aber wenn du das machst, dann wird es. Brrr. Du weißt, dass eine Magierin stärker ist als ein Polizist. Aber wenn du schläfst, kann ich einfach in deine Fresse schießen. Stimmt wirklich. Was ist denn das? Eine Bombe. Ja. Warte kurz. Was? Eine Bombe? Ah, evakuieren, hier ist eine Bombe! Ja. Ah. War der letzte Part des Serie. Hey, warte auf mich! Und wir werden uns bedanken. Warum bedanken? Es hat so lange gedauert für die Part 2 und deshalb vergesst ihr kein Like, Abo und Glocke, das wird die letzte Folge. Wir leben jetzt unser Leben zusammen durch. Oh. Und deswegen sage ich euch, das Video. Ich habe immer noch Durchfall, jetzt muss ich wirklich auf Toilette. Okay, und.